Ja, hallo und herzlich willkommen bei Tourhunders Testfahrten. Heute haben wir eine KTM SMCR Baujahr 2019. Geiles Moped. Ich mache direkt mal eine Sitzprobe. Da ist die Kamera, da seid ihr gerade drin. Und dann kommt ihr wieder hier rauf. Ja, sitzt man direkt mal auf. Wow. Ist hoch. Also hier, guckte. Ich bin gerade mit den Zehenspitzen unten. Ich bin 1,73 groß, habe eine Schrittlänge von hier bis hier von 78 cm. Aber sonst sehr aufrecht. Lenker ist schön, schöne Position. Ich bin überhaupt nicht nach vorne geneigt. Ich sitze da aufrecht. Da ist der Kniewinkel. Ja, natürlich groß, ne? So weiter, könnt ihr hier gucken. Sonst, was haben wir? Tacho haben wir und so weiter. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Ich bin heiß aufs Fahren. So, machen wir die Kamera wieder aus. Schönes Dekor haben wir. Haben Traktionskontrolle, wir haben Quickshifter. Genau, wir machen nochmal einen Walkaround. Also, 17 Zoll Speichenräder. Bridgestone S21. 120 7017, ganz normale Standardfahrer. Ein Zylinder. Upside-Down-Gabel. WP-Fahrwerk vorne hinten. Wie immer, hinten haben wir 160-60. Das ist schön gemacht, schönes Dekor. Ja, wie gesagt, das ist hoch, aber es ist okay. Weil die ist ja leicht. Ja, Spiegel. Oh, die gehen leicht. So, dann starten, los. Ja. Wie ist die Kupplung? Kommt früh und geht leicht. Ich fühle mich hier wie ziemlich weit oben. So, dann fahren wir los. Sitzbank ist hart. Die ist krass, ey. Ich muss nicht tanken. Finde ich schon mal schön, dafür muss ich 10 Euro bezahlen. Aber das finde ich in Ordnung. Weil die haben ja auch Kosten und so weiter damit. Man nutzt ja die Fahrzeuge ab. Wird man auch vorher darüber informiert. Ja, Sound ist geil. Voll einstellbares Fahrwerk. Zugdruckstufe. Der Kabelbrücke ist schön, hier stehen sogar die Anzugsdrehmomente von Schrauben drauf. Wir haben einen einstellbaren Bremshebel. Kupplungshebel einstellbar, weiß ich nicht. Wie das da ausschaut. Wir fahren. Also manövrieren mit den Zehenspitzen geht. Aber nö. Boah, die Sitzbank ist jetzt schon. Uiuiui. Ja, aber Stadtfahren ist schön. Oh, jetzt Richtung Köln weiterhin. Oh, die Übersicht, ey. Das ist. Jetzt sitzt alles eine Etage höher. Finde ich schon geil. Selbst der Motor ist etwas kultiviert. Wow. Uiuiui. Die ist agil. Echt schön. Wir haben eine hydraulische Kupplung und eine, ja, ganz normal eine hydraulische Bremse. Ist ja völlig normal. Aber hier, ja gut, wir haben kein Drehzahlmesser, aber wir können hier schön im dritten Gang einzuckeln. Ich denke mal, das ist der dritte. Ja, aber Sitzhöhe passt. Rast ist auch kein Weg beim Fuß runter tun. Kupplung hat einen ziemlich kleinen Weg. Vibration merkt man ein bisschen was, aber da kann ich später was zu sagen. Sonst technische Daten blende ich ein, aber ich meine 75 PS.
690 Kubik LCV-Motor, ich jetzt mit doppelter Ausgleichswelle, damit die ein bisschen ruhiger läuft. Euro 4. Lautstärke ist okay. Aber da gibt es wahrscheinlich im Hause Akrapovic noch was. GoPro läuft. Aber sonst schön hier mit dem Rockstar-Dekor. Schöne Aufkleber dran. Man braucht ziemlich viel Gas beim Losfahren. Jetzt nehme ich denn die Kupplung. Ich habe den Schaltautomat hoch und runter. Oh. Wow. Also dritter Gang. Geht nicht. Aber Schaltautomat läuft gut. Guckt zwar ein bisschen, aber gut, wenn da eine Zündung von einem 690 Kubik Einzylinder unterbrochen wird, ist das schon Dings, aber ey, ist total hier, total agil. Hat ein wenig Vibrations, ist nicht unangenehm oder so. Aber hier schön, dritter Gang dahin cruisen, schon in Ordnung. Also Hebeleien, ich komme sehr gut ran an die Kupplung, an die Bremse komme ich auch gut ran. Ich habe Handschuhgröße 10 in dem Düse SC-Match, die ich gerade anhabe. Schaltautomat funktioniert auch bei niedrigen Drehzahlen und Geschwindigkeiten. Ja, lässt du einfach Gas, ne? Und dann ziehst du am Hebel. Machst nicht das Gas zu und so weiter, sondern ziehst einfach dran. Gasannahme ist schön. Ah, jetzt ruckelt's. Okay. Jetzt ruckelt's ein bisschen. Ja, jetzt nicht hart oder so. Also, ruckt ein bisschen voran, aber ist alles okay. Gibt's denn den Schaltautomat runter zu? Ja, funktioniert auch. Und sie ist halt hoch, aber gut, es geht hier. Man kann mit einem Bein runter durch die schmale Sitzbank. Ja, jetzt ziehen wir noch die Kupplung. Die an den Schaltautomat gewöhnen. Aber sonst langsam fahren geht auch sehr gut. Ah, es ruckt beim Hochschalten. Beschleunigung, die zieht gut weg. Hat eine Traktionskontrolle in zwei Stufen, einmal normal, einmal Supermoto-Modus mit abgeschalteten ABS und alles. Also abgeschalteten ABS hinten. Schaltautomat, der guckt immer so ein bisschen. Ich hab keine Angst vor der Sitzhöhe. Das passt schon. So, hier. Sieht auch wieder aus wie einstellbarer Kupplungshebel, Magura-Hebel und Brembo-Bremse. Ja, dann kann man gleich mal 0 auf 70 machen hier. Also 0 auf 60, kommt schon gut. Es gibt schon, wenn du den Schaltautomat nimmst. Also richtig so. Das ist einmal so, musst du einmal quasi. Durchzug ist sehr schön. Gasannahme ist weich, geht weich ans Gas, geht weich vom Gas. Wie gesagt, vibriert ein bisschen, aber nichts weiter Schlimmes. Wow, die Agilität ist gut, wenn die Reifen einmal warm gefahren sind hier. Die Winkel ist sehr entspannt. ist ja auch klar. Durch die hohe Sitzhöhe. Also wenn man da noch Probleme mit dem Kniewinkel hat, läuft irgendwas komplett falsch.
Motorbremse, ja, ist vorhanden. Kannst also Bremsbeläge sparen. Einfach vom Gas gehen, noch einen Gang runterschalten. Aber Einlenkverhalten ist schon geil. Der Motor sich fährt. Wie ist die Bremse? Oh jo, die ist gut. Die ist sehr gut. Durch kein Drehzahlmesser weiß man aber nicht, welche Drehzahl sie fährt. Aber gut, daran gewöhnt man sich. Ist halt spartanisch, ne? Kein Drehzahlmesser. Keine Ganganzeige. Ist schon wissen, was du tust. Wie ist die Bremse vom Gefühl her? Ja, ist es nicht übermäßig scharf. Aber bremst schön. Ja, die geht jetzt nicht scharf ran. Aber du hast eine Bremse. Das ankert schon. Aber man erschreckt sich jetzt nicht, wenn man den Hebel angreift. Wie ist die Bremse hinten? Jo, die kommt. Da bremst er was. Das ABS kommt spät. Aber hier? Hier haben wir Traktionskontrolle und Mapping. Ah, die Sitzbank ist im Vergleich zur 2000, also zur Generation davor, zur Euro 3 SMC, viel härter. Du kannst bis 50 im zweiten und danach kannst du erst im dritten schalten. Ah, hinten ist sie weich. Okay. Hier ist sie hart. Die Sitzbank. Ich sitze aber ziemlich in der Mitte. Muss ich, glaube ich, mal weiter nach vorne setzen. Ja, hier ist sie hart. Okay, also du hast vorne eine harte. In der Mitte ist er weich und hier ist er. Ja, fühlt sich aber vom Daumendruck her alles gleich hart an. Vom Popo ein bisschen anders. Ich wiege aktuell 76 Kilo. Ich glaube, ich muss mich weiter nach vorne setzen. Ja, hier so in Angriffsposition. Auf jeden Fall ein Spaßgerät, ey. Spaßgerät sondersgleichen. So, ich muss jetzt Richtung Altenberg. Aber wenn ich weiter hinten sitze, ist er agiler. Aber ich habe ein schönes Vorderradgefühl. Es fühlt sich so an, als sitze ich auf dem Vorderrad. Quasi. Ja, jetzt wird das Vorderrad gerade leicht werden. Ich weiß gerade nicht, in welchem Gang ich bin. Okay, erster. Zweiter. Dritter Gang. Oh, dann machen wir gleich mal Durchzug im zweiten. Weil ab hier kenne ich die Strecken. Und wie gesagt, Gaseinnahme ist jetzt nicht hart oder so. Das liegt so ein bisschen, dann geht so ein bisschen nach vorne, wenn man das Gas wieder zumacht, aber alles nichts Schlimmes. Alles nichts, was mich stören würde. So, und jetzt nochmal. Das dürfte der zweite sein. Genau, erster. So, jetzt machen wir Durchzug im zweiten von 40 auf 100. Sieht schön raus. Man hat so einen schönen Drehmomentverlauf und so weiter. Du hast keine großen Sprünge zwischendrin, wo sie nochmal nachlegt. Und das Vorderrad will so ein bisschen leicht werden. Aber dazu hat man ja eine Traktionskontrolle zum Beispiel. Boah, Handling ist geil. Handling ist wie so ein Skalpell. Du kannst, hier, guck mal. Die drücken. Ah, hier, boah. Geht geil durch die Kurven. Echt. Echt, echt gut.
dir jetzt nicht übermäßig die Arme lang. Also schon, du merkst, dass Schub kommt. Aber jetzt nie wirklich was Überraschendes oder so. Braucht man ein Drehzahlmesser und eine Ganganzeige? Ich würde sagen, wenn man es neu hat, schon, aber irgendwann gewöhnt man sich. Mal gucken, wie die Kurvenlage so ist. Wow. Wow, wow, wow. Die geht richtig agil ums Eck. Du kannst in der Kurve noch korrigieren, indem du einfach ein bisschen mehr drückst. Ein bisschen noch weiter runter drückst. Die kann richtig was. Sowas macht sehr viel Spaß. Dank, dank. Hier. Habt ihr gesehen, wie man da noch Linie korrigieren kann? Oh, jetzt absichtlich. Um euch das mal zu demonstrieren. Wie gesagt, Motor beschleunigt gleichmäßig raus. Du weißt jetzt nicht nochmal so, wo er was nachtritt und so weiter. Ich weiß aber allerdings heute nicht, ob ich auf Vollgas war. Aber das werden wir ja gleich sehen. Weil ich habe gleich noch eine Route oder eine Kurvenstrecke. Da kannst du auch mal Vollgas geben. Ist zwar bei Grunde, aber da kann man auch nochmal Motor einschätzen. Aber sonst Lenkerbreite sehr okay. Ergonomie sehr okay. Wie gesagt, Sitzbank ist hart. So, jetzt nochmal. Durchzug. Der Motor wird sich schon kultivieren. Für einen Einzylinder. Also kann man nicht meckern. So, ich mache jetzt mal kurz einen Fotostopp. In den ersten Gang drin. Jo. Wo ist der Ständer? Und nicht wundern beim Abstellen, die kommt schön hoch. Sieht schon sehr racy aus. Schön der Auspuff an der Seite. Die Sitzbank, die Hebel, alles. So, machen wir mal ein Insta, YouTube-Foto für die Dings. Aber sonst, ne? Die Gabelschützer da. WP, schön, weiß. Die Felgenaufkleber, sehr geil. Hier das Cover da. Boah, was da an Leitungen in den Motor hin und her geht. Der orangene Rahmen, die Schwinge, die schöne. Sieht schon mächtig aus. Das kurze Heck. Relativ schöne Originalblinker. Okay, der große Auspuff, der muss sein. Es ist halt so, ne? Das will der Gesetzgeber so. So, aufsitzen. Weiterfahren. Dafür ist Rangieren leicht. Weil es halt so leicht ist. Auf geht's, Kurvenstrecke Teil 2. Sehr zielgenau, schluckt Bodenwellen gut weg. Sehr gutes Fahrwerk. Federt gut, dämpft gut. Hier so, ja. Du kannst in der Kurve noch die Linie korrigieren.
Aber hier. Habt ihr gemerkt, wie man da schön noch einen Zucker nach draußen machen kann? Schön beherrschbare Leistung. Nichts was überfordert und ey, Kurvengeschwindigkeiten. Wow! Je mehr Drehzahl man hat, umso besser funktioniert der Schaltautomat, umso weniger ruckt er. Sehr schönes Handling. Sehr leicht, sehr beherrschbar. Da sind schon geile Kurvengeschwindigkeiten mit möglich. Kein Aufstellmoment vom Reifen beim Bremsen in Schräglage. Aber hier kannst du noch rumdrücken, wenn du merkst, ich habe die Kurve etwas zu optimistisch angegangen. Ja, ist auf ihre Art auch geil. Ist halt eine richtige Kurvensau. Überfordert dich nicht beim Gas geben. Fahrwerk arbeitet gut. Bodenwellen gut weg, dämpft gut, ist nicht zu hart, nicht zu weich für mich. Bremse packt ohne Leerweg ran. Geht vorne ein bisschen runter, muss man sich dran gewöhnen. Oh, was hat man jetzt alles? Optik hat man, Sitzposition hat man, Hebel haben wir, Fahrwerk haben wir, Bremse haben wir. Es fehlt eigentlich nur noch das Fazit. Fazit, Kurven, Sau, sage ich jetzt mal wirklich, sondersgleichen. Eine Waffe auf jeder Kurvenstrecke. Solange die Geraden nicht zu lang wären, kennst du damit nur Opfer. Fahrwerk arbeitet gut hier. Guck, tuk, tuk. Es schlägt aber nichts durch oder so. Also es reagiert gut, es reagiert sensibel, es ist aber nicht überhart. Also du kannst halt wirklich durchfahren, ohne dass du was merkst. Aber jetzt nochmal hier. Ohne dass es weh tut. Das Motorrad bleibt auf Linie. Reifen sind gut. Bremse ist gut. Bremse spricht sehr, sehr voraussehbar an. Ist jetzt nicht überscharf. Hier. Aber bremst halt, die ankert richtig gut. Und du kannst halt wie gesagt ohne Reue voll am Gas ziehen. Also Kurvensau sondersgleichen. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Danke an KTM Köster Küster in Leverkusen fürs zur Verfügung stellen von dem Bike, dass ich die mal fahren durfte und dass ich so einen unterhaltsamen Vormittag habe.
Jetzt können wir gleich noch mal gucken, wie sie sich denn so auf der Autobahn fährt. Und im Gegensatz zur Euro 3, die ich, verlinke ich euch mal ein Video hier rein, Testvideo aus den Alpen, ist die vom Motor her kultivierter. Vibriert weniger. Fährt, ist alles ein bisschen weichgespülter. Darf man aber nicht sagen eigentlich, weil ist es nicht. Ist immer noch geil. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg zum Händler. Und dann bis später. So, nochmal Beschleunigung, Motor. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, jetzt halt, man baut sich schön auf. Es ist nie überraschend, es ist nie überfordernd. Denn Autobahnfahren ist schon anstrengender. Weil Windschutz ist keiner vorhanden, null. Aber dafür ist sie auch gar nicht gebaut. Also jetzt, ich habe so ein leichtes Windpolster, nur so. Aber schneller als 130 will ich damit eigentlich nicht fahren. Weil alles drüber wird natürlich unangenehm. Dafür ist aber auch nicht gebaut. Dafür gibt es andere, bessere Motorräder. Aber sonst, wie gesagt, Ergonomie. Sitzhöhe. Popo tut mir jetzt noch nichts weh, trotz dass die Sitzbank so hart ist. Lenkerbreite sehr gut, Lenkerhöhe sehr gut. Wie als hätten sie mich genommen. Wie für mich gemacht. Braucht es hier Elektronik? So was wie Traktionskontrolle? Nö. Dafür hat ihr einfach dosierbare Leistung. Für alle, die schon mal ein bisschen gefahren sind, die das ein bisschen kennen, ist die Leistung total ausreichend. Weil wie gesagt, Autobahn willst du mit der nicht fahren. Dafür ist sie einfach nicht gebaut. Die einfach nicht hier mitgehen. Also kann man mal machen, um von A nach B zu kommen, aber jetzt soll nicht wirklich in schneller Geschwindigkeit. Das ist einfach nicht das Fahrzeug dazu. Das soll soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Danke, ciao!